Wie macht man das Wochenwechselmodell? Muss man das vor Gericht machen? Nö, also wir haben es nicht vor Gericht gemacht. Wir haben beide das geteilte Sorgerecht, somit beide die gleichen Rechte und Pflichten. Und somit haben wir das für uns geeinigt, so. Ja. Ich meine, alles ist gut, was man außerhalb des Jugendamtes und des Gerichts regeln kann. Und bei uns ist das, klappt das super. Nee, ich muss nicht am Wochenende arbeiten, nein. Ich bin 25. Ich bin 25. Was denn, Mann? Was findest du überhaupt nicht schlimm? Wie stehst du dazu, wenn ein Kind mit in die Beziehung bringt? Manche Frauen sehen das als schlimm. Also wenn ich den Mann mag, ne? Und wenn ich meine, sowas weiß man ja eigentlich von vornherein. Wenn ich jemanden kennenlerne, dann weiß man ja eigentlich, dass der andere ein Kind hat, so. Und dann weiß man auch, auf was man sich da einlässt. Und ich meine, wenn man sich dem im Klaren ist und sich dann auch auf den Mann einlässt, dann ist das doch völlig in Ordnung. Wenn man damit nicht fein ist und nicht möchte, dass der andere Partner ein Kind mitbringt, dann lasse ich mich von vornherein auf sowas gar nicht ein. Also, ich finde halt sowas auch nicht schlimm. Es kommt halt, es gibt halt immer zwei Situationen, ne? Das muss man auch sagen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin zwar alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, aber die Kinder haben einen Vater, der sich super um die Kinder kümmert. Ne? Wir haben zu gleichen Teilen die Kinder, also 2 Wochen bei Papa im Monat, 2 Wochen bei mir. Es ist also so, wenn ein neuer Mann in mein Leben kommt, der muss natürlich bewusst sein, dass ich Kinder habe und dass die zu meinem Leben gehören und dass die bei mir auch an erster Stelle stehen. Und dass auch mein Alltag, wenn die Kinder bei mir sind, sich nun mal im Mama-Alltag ist. Aber ich suche keine Ersatzvaterrolle für meine Kinder. Also der muss natürlich die Kinder akzeptieren, es muss gut funktionieren zwischen denen, aber ich suche jetzt niemanden vehement, der sich permanent mit mir um die Kinder kümmert, weil die Kinder haben einen Vater so. Und es gibt aber natürlich auch die Situation, du bist alleinerziehende Mutter, du bist komplett alleine mit deinen Kindern, weil der Vater ein Arschloch ist oder sonst irgendwas, dich allein gelassen hat. Dann ist das nochmal eine ganz andere Situation, weil wenn du dann einen Partner suchst, der muss sich halt auch auf 100% auf dieses Leben und auch auf die Erziehung und alles, was die Kinder betrifft, mit einlassen. Also ich finde, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die du halt nicht vergleichen kannst, ne? Das ist halt auch noch mal, ne? Und da muss man abwägen. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn jemand sagt und so reif im Kopf ist und das abschätzen kann und sagt, ich fühle mich dafür nicht bereit. Ich möchte diese Verantwortung nicht übernehmen. Ich kann das nicht und ich möchte das nicht. Dann muss man das als Partner, der die Kinder hat, auch akzeptieren und sagen, okay, dann bist du aber auch nicht der richtige Partner an meiner Seite. Es ist aber auch stark von der anderen Seite, die sagen von vornherein, ich kann das nicht, ich will das nicht, es ist nichts für mich, völlig in Ordnung. Aber wenn jemand sagt, ich kann und will das und dann sagt, nee, scheiße, es ist doch Kacke, die ich aber da, das finde ich auch doof. Also weiß ich nicht, man muss sich halt. Deswegen ist auch so neue Partnerschaften kennenlernen mit Kindern, ist jetzt nicht so eine easy Schiene wie mit anderen, wo man da einfach so reinrutscht. Also ich meine, vor uns waren so viele schockiert, dass ich in 3 Vierteljahren in einer Kennenlernphase bin. Aber man muss halt dazu sehen, es gehört halt einfach viel, viel mehr dazu, wenn Kinder mit im Spiel sind. So, natürlich ein Dreivierteljahr ist trotzdem sehr lang, aber ja. Verliebst du dich schnell? Also, na gut, nein. Das Ding ist, das ist schwer zu sagen, weil ich verlieb mich nicht in jeden. Also ich, nein, eigentlich verliebe ich mich nicht schnell. Ne? Wenn ich aber jemanden habe, den wirklich, mit dem ich obsessed bin, ja, wo ich mir so denke, wow. Dann geht's doch relativ schnell. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also wenn ich jemanden treffe, wo ich mir so denke, ja, der ist cool, der ist nett,
ich verbringe mit dem gerne Zeit, es ist ganz, dann geht das bei mir ganz schnell in die Richtung Friendzone, dann entwickle ich ganz, ganz schlechte Gefühle. Aber wenn es bei mir vom Anfang an so, bam, äußerlich so und die erste, dann geht das ganz schnell, ja. Ist ja schwierig zu beschreiben. Hat dein Ex eine neue Beziehung? Ja. Dankeschön für die Geschenke übrigens. Mein Mann hat meinen Sohn so toll aufgenommen. Mittlerweile sind wir 12 Jahre zusammen. Das ist schön und das finde ich auch toll. Ne? Ich bin auch selber Trennungskind. Dankeschön für das Geschenk. Und ich bin selber Trennungskind und ich weiß, wie es ist, mit Stiefeltern klarzukommen. Ist nicht immer einfach, ja. Und so eine Patchwork-Sache ist auch nicht immer einfach. Das mal davon abgesehen. Umso schöner ist es halt, wenn man dann erlebt. Also ich habe beide Seiten erlebt. Ich habe Partner an der Seite von meinen Eltern erlebt, die mich nicht akzeptiert haben und mit denen es einfach nur schwierig war. Und wo dann natürlich das Elternteil zwischen Kind und Liebe stand, wo ich aber sage, wenn das bei mir der Fall sein sollte, wenn ich merke, ja, der Partner, den ich liebe und mit dem Kind, das funktioniert nicht, oder der Partner, den ich liebe, tut mein Kind irgendwie, ich weiß nicht, scheiße behandeln, oder dann würde ich immer mein Kind wählen, immer, ja, aber das, gut, ist ein anderes Thema. Wer Stiefvater spielt, hat sein eigenes Leben verloren. Für ein Kind da sein, was nicht seins ist. Ja, das, wenn du das so für dich festlegst, ist das ja auch völlig okay. Ja? Wenn du für dein Leben anderes wünschst und planst. Ja. Ich hoffe natürlich dann nicht, dass du irgendwann in die Situation kommst, du hast mit einer Frau ein Kind, die verlässt dich, aus welchen Gründen auch immer, und du bist mit dem Kind und dann steht eine Frau vor dir, die du ganz, ganz toll findest, und die sagt dir dasselbe ins Gesicht.